Ich begrüße ganz herzlich unseren Gast, Frau Professorin Ulrike Gero. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Vielleicht ganz kurz für alle Gäste. Frau Gero hat an verschiedenen Universitäten in Europa und den USA gearbeitet. Sie hat mehrere Forschungsinstitute und Thinktanks geleitet und 2014 das European Democracy Lab gegründet. Heute ist sie Professorin und seit 2016 auch Leiterin der Abteilung European Policy and Democracy Studies an der Donau-Universität in Österreich. Und einer der Hauptgründe wahrscheinlich, weshalb sehr viele Leute sie in Europa kennen, war ihr erstes Buch, das Buch Warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie. Und dann vermutlich auch das zweite Buch, Was ist die Nation? Frau Gero, es freut uns, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr und wenn ich das sagen darf, ich bin wirklich sehr, sehr gerne in der Schweiz gewesen mit diesem Republikbuch. Ich wurde da ganz vielfach eingeladen. Das war mir eine große Ehre, dass ich auch an der Uni Zürich sein durfte, ja, in dem Saal, in dem Churchill gesprochen hat und da einen Vortrag gehalten habe. Also das vergisst man nicht, wenn man da mal war. Insofern, the pleasure is mine und ich freue mich auf einen schönen Abend, wenn man hier in einer Reihe mit Roger de Weck und Klaus Schwab und Yves Bertoschini sein darf, dann die Ehre liegt bei mir. Peut-être encore une précision, donc on va mener la discussion en français et en allemand, ou en tous les cas, on va poser les questions dans les deux langues. Madame Guéraud sera libre de répondre dans la langue qui lui convient le mieux. Donc il ne faut pas hésiter à poser vos questions dans les commentaires en français ou en allemand. On tâchera de les reprendre dans la discussion au fil de la soirée. Voilà, peut-être pour entrer un peu dans le sujet, vous êtes. Sauf erreur, si je ne me trompe pas, de nationalité allemande, enseignée en Autriche, vous avez de la famille en France, des enfants à Paris, sauf erreur. Bon, en tous les cas, vous vivez l'Europe de façon très concrète dans votre quotidien. Vous avez vécu comment cette période qu'on vient de vivre, où les frontières se sont fermées, où on s'est retrouvé chez nous. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, à titre personnel? Merci pour la question. Et c'est vrai, moi, j'admets que moi, ça m'a choqué. Je me souviens très exactement le 13 vendredi, le 13 mars vendredi, et l'Autriche annonçait la fermeture des frontières. Et d'abord, je me dis, tiens, quoi, fermeture de frontières? Je n'ai pas pris au sérieux, je dois dire, parce que je me dis, non, voilà. Je voulais encore avoir un meeting dans mon bureau le 16 pour fermer le bureau et tout cela. Et au fur et à mesure, je me dis non, si je fais pas ma valise là maintenant, je vais pas pouvoir sortir. Et le choc, pour préciser, c'est que j'ai deux parents âgés en Rhénanie. J'ai, comme vous dites, mes enfants à Paris. Et l'idée qu'on me sépare de mes enfants, que mes enfants qui ont un passeport français ne pouvaient plus rentrer l'Allemagne et que moi, parce que je suis divorcée, j'ai jamais opté pour un passeport français que j'aurais pu avoir à l'époque, mais voilà, que je ne peux pas rentrer en France alors que mon fils est médecin et devait être faire du service dans un hôpital parisien. Il était très pris parce qu'il a soigné des coronas et en tant que mère, j'aurais dû être autour de lui pour faire la cuisine tous les soirs, les choses simples et je ne pouvais pas. Donc moi, franchement, ça m'a coupé sec. Parce que non seulement j'aurais jamais pu imaginer, mais pire encore, je me dis combien de temps ça va durer et quand est-ce que ça revient? Avec quelle facilité on a accepté ça? Ja, Sie haben einen der Elefanten im Raum angesprochen. 2 Wochen bevor quasi ganz Europa die Grenzen geschlossen hat, hätte sich das niemand vorstellen können. Das hatte ein Tempo, da waren höchstwahrscheinlich auch Sie massiv überrascht. Wie kam es dazu? Was sagen Sie dazu? Also erstmal, was mich überrascht hat, ist sozusagen die Leichtigkeit, mit der es passiert ist. Ja, sozusagen, als wenn es der normalste Reflex gewesen wäre, die Grenze zu schließen und als wenn es irgendetwas gebracht hätte, die Grenze zu schließen. Also wir wissen ja, Ischgl,
Die Leute fliegen nach Hamburg und dann wird Nordeuropa infiziert, aber damit, dass man hätte das ja nicht damit bekämpfen können, dass man die Grenze zwischen Passau und Salzburg schließt. Ja? Mhm. Genauso der Brandherd in Mühlhausen, Luxemburg, Kehl, der ist ja nicht damit geändert worden, dass man die Grenze zwischen Luxemburg und Frankreich geschlossen hat. Im Gegenteil, man hat sich ja selber behindert bei der Bekämpfung der Krise, dadurch, dass französische Krankenschwestern nicht mehr nach Luxemburg ins Krankenhaus kommen konnten, zum Beispiel. Ja? Das heißt, die Grenzschließung war zugleich ein intuitiver Moment, als wenn das helfen würde, und hat uns im Prinzip in meinen Augen gezeigt, wie unnormal, in Anführungsstrichen, Europa ist, an dem wir seit 70 Jahren arbeiten, weil offensichtlich der normale Reflex ist, wir schließen die Grenze. Mhm. Und das, was ich wirklich vermisst habe, ist, dass als die ersten Bilder von Bergamo Park kamen, und sie kamen ja relativ früh, Ende Januar, Anfang Februar, dass wirklich niemand in Europa auf die Idee gekommen ist, zu sagen, wir schicken ein Flugzeug mit deutschen, belgischen, französischen, schwedischen Ärzten nach Bergamo. Solidarität, sondern wir machen die Grenzen zu, weil das darf uns nicht passieren. Das ist für mich heute noch der Moment, wo ich gedacht habe, warum war der erste Moment der Krise nicht, oh, in Bergamo gibt es ein Problem, wir fliegen sofort dahin und helfen. Weil zu dem Zeitpunkt, Anfang, Mitte Februar, waren alle Intensivplätten noch leer, in Deutschland zumindest. Absolut. Nur als Anschlussfrage, weil diese Diskussion in meinem persönlichen Umfeld schon aufgekommen ist. Und da habe ich auch schon das Argument gehört, ja, aber die Grenzen, die jetzt halt existieren, waren quasi das offensichtlichste Mittel, um diese Mobilität einzuschränken, wie es offensichtlich gebraucht worden ist, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet. Ja, ich hätte nie dagegen argumentiert und ich habe nicht dagegen argumentiert für Leute, die das jetzt hier hören und nachlesen wollen. Ich habe zu Beginn der Krise einen Artikel geschrieben in Grand Continent, das ist ja auch eine Zeitschrift, die in Zürich, glaube ich, sogar produziert wird, auf Französisch im Übrigen. Und ich habe immer dafür argumentiert, Risikogebiete abriegeln, aber Grenzen offen lassen. Und die Frage ist, das ist ja nicht das Gleiche. Natürlich Heinsberg abriegeln, natürlich Ischgl abriegeln. Aber warum muss ich dafür eine Grenze schließen? Und insofern war das schon eine nationale Regression, zu denken, dass die Grenzschließung uns hilft, weil im Grunde war es ja sozusagen kontraproduktiv für die Bekämpfung der Krise. Und insofern würde ich immer sagen, Risikogebiete abriegeln, Grenzen offen lassen, wäre die vernünftige europäische Lösung gewesen. Aber das, was wir gesehen haben, war eine nationale Regression und nicht nur eine nationale Regression, sondern was wir im Grunde leider gesehen haben, ist Karl Schmitt pur. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und über den Ausnahmezustand und die Einberufung des Ausnahmezustands haben eben in einer Reihenfolge Sebastian Kurz, Frau Merkel, Macron, die britische Königin entschieden, völlig unkoordiniert, ja. Und selten wurde uns so sehr die mangelnde Souveränität européenne vor Augen geführt, von der Macron in seinen 6 Reden vorher ja ständig geredet hat. Souveränität européenne. Und den Zusammenhang zu sehen, dass wenn Europa nicht souverän ist, es auch nicht solidarisch sein kann, das finde ich war in Corona sehr offensichtlich. Mhm. Ich sehe gerade, dass ich irgendwie sehr schlecht ausgeleuchtet bin und versuche das mal zu ändern. Ich mache mal einen Vorhang. Ja, gerne. Kein Problem. Vielleicht wird es jetzt was besser. Es kann sein, dass Sie den Computer noch etwas gedreht haben. Als ja, doch, jetzt ist es schon auch wieder besser. Ja, genau. Jetzt schon. Okay, ja. Gut. Was ist los? Vorfassen Sie, glaube ich, etwas weiter auf der Seite und dann kam das Licht von der... Genau. Super. Genau. Ich muss einfach mal aus dem Gegenlicht raus. Ich glaube, so ist die Lösung. Genau. Okay. Damit es für die Aufnahme schön ist. Ja, okay. Entschuldigung. Mhm.
Peut-être pour rebondir là-dessus, mais vous l'avez déjà mentionné en partie. Maintenant, en portant un regard en arrière sur le début de la réponse européenne, si réponse européenne il y avait durant ces premières semaines, quelle est votre évaluation à l'égard aussi des institutions et pas que des États membres? Est-ce qu'il y aurait eu une capacité de la part des institutions de faire plus, ou est-ce que c'est simplement le signe que l'Europe fonctionne majoritairement encore via ses États membres? Ce que je pense, c'est que ce qui nous sauve, j'espère, je l'espère, c'est la contestation des citoyens. Je trouve, citoyennes et citoyens, je trouve très intéressant qu'avec 3 mois de distance, on est en train maintenant, au moins dans les radios allemandes que j'écoute, j'admets le plus, hein, mais j'écoute aussi France Culture ou parfois Ö1, l'Autriche, voilà. Et là maintenant, on multiplie les histoires, des petites histoires. Par exemple, un village dans l'Alsace qu'on a coupé en deux, où on a eu des tragédies de famille. Je vous donne une. Il y a une famille qui venait de divorcer, et donc aujourd'hui les parents voyagent entre le père et la maman. Voilà, ils étaient 7 semaines chez le père, et pendant 3 mois n'ont pas pu voir leur mère parce qu'elle était de l'autre côté. Voilà. Et on multiplie les petits drames comme ça. Et tout ce que j'ai aperçu là maintenant, c'est que la contestation, que ce soit allemano-danois ou germano-polonais ou franco-allemand ou autriche-slovénien, on multiplie maintenant les petites histoires, et j'ai l'espoir, ça n'est qu'un espoir, que ça va nous sauver. Parce que l'étonnement des citoyens, mais ça c'était du jamais vu, on ne nous a pas demandé, que Paris a décidé de fermer la frontière, nous en Alsace, on n'était pas demandé. Que Berlin ferme les frontières, mais nous, à Flensbourg, on ne nous demande pas, ainsi de suite. Et donc, je trouve, et d'ailleurs, on rentre en plein dans le sujet du Europa post-corona, parce qu'aujourd'hui, je suis très contente, j'ai bouclé un research grant proposal, European citizenship and what does it mean? Hein? Et donc, la question de la citoyenneté avec ça est en plein sur la table, et on a vu à nouveau un déchirement presque de la crise de la représentation, qui décide quoi en Europe, et que les capitales décident des choses que les citoyens européens, dans leur grande majorité, n'approuvent pas. Absolument. Moi, j'aurais, parce que c'est effectivement le sujet qu'on veut aussi aborder avec vous, mais peut-être pour rester encore au niveau un peu méta, donc il y a eu cette réponse désordonnée les premières semaines. Ensuite, ou ces dernières semaines, il y a eu l'amorce de la relance européenne, il y a eu le projet franco-allemand, il y a eu le projet de la Commission. On a parlé de révolution parce qu'il y avait ou il y a cette proposition de création d'une dette commune. Le regard que vous portez sur cette réponse des institutions-là, c'est lequel? Un pas en arrière encore. Très. J'ai lu un livre about critical theory of memory, et c'était un PhD qui a été fait à Palgrave London sur le thème de la mémoire constitutive pour la création d'un futur commun, avec l'argument critical theory, que uniquement un mémoire collectif permet de se projeter un mémoire traumatisante collectif, collectivement vécu, projette de se projeter dans un avenir commun. Donc toute la thèse, c'est une thèse en sciences politiques que j'ai en fait commentée. Toute la thèse résidait sur le fait que c'est les traumatismes de la période des guerres, de Holocauste et tout cela, nous a permis ce que Adorno a appelé den utopischen Entwurf, la projection utopique d'un jamais plus ça, plus jamais ça. Hein, voilà. Et donc, j'ai essayé de prendre ça, j'ai vraiment commenté ça le jour avant Corona. Et du coup, ça m'a poursuivi pendant Corona avec la question,
quel est le traumatisme, s'il y a traumatisme, de cette crise qui va, oui ou non, nous permettre de faire un autre projet prospectif, utopique vers l'avenir. Ça supposerait déjà qu'on a un vécu collectif. Pas sûr. Est-ce qu'on a vécu les mêmes choses à Bergamo et à Stuttgart? Pas sûr. Ça nécessitera aussi que le traumatisme sera suffisamment fort pour articuler un plus jamais. Qu'est-ce que le plus jamais pourrait être? Plus jamais de fermeture de frontières. Plus jamais Bergamo, les horribles images, et nous on n'aide pas. Il y a les chars, des trucks russes qui donnent des médicaments, il y a des médecins de Cuba, il n'y a pas les Européens, où on est. Voilà. Donc en fait, la honte, voilà. Hein? Et je ne suis pas sûre. Et donc, si cette analyse Critical Theory of Memory a un contenu, je crois, la seule et unique question maintenant est, pour les leçons de la crise, si le mémoire était suffisamment fort et choquant et traumatisant pour en générer quelque chose. Voilà. Maintenant, à votre question. Presque malheureusement, je dirais, on ne me prend pas pour une cynique là maintenant, que le choc n'a pas été suffisamment dur. Parce que Merkel-Macron, le plan, les premiers plans, on veut faire un peu. On veut être solidaire, on va peut-être, ce n'est pas encore décidé, mutualiser un mini-part du budget européen. Rien qu'au niveau des chiffres, ça ne tient pas debout. Si vous regardez les chiffres que l'Allemagne dépense pour elle seule et ce qu'on dépense pour l'Europe, ça ne tient pas debout. Hein? Voilà, donc c'est plutôt un almosen européen qu'un solide, enfin bien que c'est des milliards et des milliards, mais vous comparez les chiffres nationaux et européens, ça ne tient pas debout. Et Wolfgang Münchau, pour ceux qui sont intéressés, a publié un article dans la Financial Times il y a quelques jours, où il a calculé que les 50 milliards qui seront dépensés en direct en fait vont accroître le transfert fiscal direct transnational de 0,6%. Donc tout ça pour dire, on ne va pas faire de 0,6% un Hamiltonian moment, hein? On ne fait pas ça avec 0,6%. Voilà. Plus important, on a vu directement mars le débat émerger sur Corona Bonds. Déjà, je voudrais rester une seconde là-dessus. Je me dis, c'est pas possible. On n'a même plus le droit d'appeler ça Eurobonds. Parce que Eurobonds, c'était la discussion brûlée, le nom est brûlé il y a 10 ans. Donc, il fallait intituler ça Corona Bonds. Mais je me dis, dans une seconde de rêve, on aura les Corona Bonds et on ouvre la Financial Times en 2032 pour regarder le taux des bonds européens. Veut-on encore lire les Corona Bonds sont à X en comparaison au dollar ou au yen? Mais on ne veut plus être rappelé à Corona. Donc rien que le nom de Corona signifiait en fait que le système européen n'avait pas envie de changer structurellement. Parce que l'argument entre Corona Bonds et Eurobonds était, Eurobonds c'était la mutualisation à toujours, et d'ailleurs la mutualisation de l'ancienne dette, alors que peut-être Corona Bonds, mais uniquement si ça ne couvre que la dette anticipée pour après la crise et uniquement temporaire, c'est-à-dire que si, et ça c'est mon argument central, si chaque crise dans l'histoire de l'Europe a permis la communautarisation, la mutualisation de quelque chose, les fers et charbon au début, puis après l'euro, donc on a vraiment communautarisé parce qu'on a reçu un choc. Rien que le fait qu'on a discuté entre Eurobonds et Corona Bonds, c'était du surtout, on va aider, on va être solidaire, mais surtout pas changer de système, surtout pas mutualiser ou communautariser. Et ce que j'argumente dans mon article pour le Grand Continent, c'est en faisant ceci, le système européen, en fait, a perdu son essence de vivre, son Lebenselixier.
Parce que si le Lebenselixir de l'Europe de jadis était d'apprendre dans chaque crise ce qui manque va être dans l'avenir mutualisé, communautarisé, on a perdu justement cette méthode parce qu'on veut être solidaire, mais uniquement temporaire et pas d'une manière structurelle. Et je ne pense pas que Merkel Macron change grand-chose là-dedans, malheureusement. Sie haben es vorher schon einmal angesprochen, etwas, was in der Schweiz am Anfang stark kritisiert worden ist, dann aber irgendwie aufgenommen wurde, war die Zusammenarbeit im Dreiländereck Frankreich, Deutschland, der Schweiz, rund um Basel, Elsass etc., wo dann zwischen den Ländern auf einmal auch Patientinnen ausgetauscht worden sind, wo man sich so unterstützt hat. Was sagen Sie zu dem, weil so mehr oder weniger im Verständnis oder in meinem Verständnis, wie ich gewisse Aspekte Ihrer Bücher verstehe, da hat man ja dieses Europa der Regionen eigentlich gesehen und auch, man kann jetzt darüber diskutieren, was die Hintergründe waren, aber man könnte sicher sagen, eine gewisse Solidarität so in einem gewissen Raum war sicher erkennbar. Absolut. Es ist leider ein bisschen zu spät gekommen oder umgekehrt. Ich glaube, dass die Regionen eine Zeit gebraucht haben, um sich über die nationale Ordonnance hinwegzusetzen. Ja? Also die Nationalstaaten, die Souveräne haben angeordnet, Grenzen schließen aus Panik oder was auch immer. Und ein bisschen später haben die betroffenen Regionen gemerkt, das geht aber nicht. Ich kann hier nicht die Dörfer in Mulhausen durchschneiden. Ich kann nicht die deutsch-dänische Grenze dicht machen, weil wir kaufen doch immer in den Supermarkt ein oder mein Kind geht doch da in die Krippe. Also man hat es einfach gemerkt in den Regionen, dass die Bürgerinnen und Bürger direkt betroffen sind, während die Nationalstaaten dachten, ich schütze meine Bürger, wenn ich die Grenze zumache. Ja? Und diese Zeitgleichheit von Nationalstaaten, die glauben, dass sie eine Schutzwirkung entfalten mit Grenzschließungen, während die Regionen sehen, wie betroffen die Bürgerinnen und Bürger im Einzelnen sind, ich glaube, das ist auf eine interessante Art und Weise kollidiert. Und deswegen, ja, würde ich auch sagen, dass das sind jetzt die Geschichten, die ich überall höre, ganz egal, in Flensburg oder aus dem Elsass oder aus hier Frankfurt an der Oder und der polnischen Stadt, dass da die Leute wirklich physisch gelitten haben, weil sie ihre, also sozusagen die nationale Grenze sowieso nie da ist. Ja? Also weil die einfach ein Gefühl dafür haben, dass das eine Einbildung ist und dass der gesamte soziale und gesellschaftliche Raum de facto tatsächlich ein regionaler, grenzüberschreitender Raum ist. Und insofern war das hoffentlich die gute Erfahrung und hoffentlich, übrigens kleine Ausnahme, aber Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen, der jetzt auch kandidiert, ja, als deutscher Bundeskanzler. Aber der hat ja die Grenze zu Belgien die ganze Zeit offen gehalten, obwohl Belgien sehr hohe Fallraten hatte. Das ist nicht so sehr berichtet worden, aber Belgien hatte sehr hohe Fallraten. Man weiß gar nicht, warum, ja. Aber die Grenze zu Belgien war immer offen. Und Armin Laschet hat das so angeordnet und es ist nichts passiert. Also man hat die Fallraten nicht nach Nordrhein-Westfalen hereingeschleppt. Also das spricht auch für die Selbstverantwortung der Bürger und für die Tatsache, dass die Grenzschließung kontraproduktiv ist. Ich würde vorschlagen, wir nehmen eine erste Frage auf, die da gekommen ist. Also es hat schon mehrere, aber wir nehmen mal diese auf da. Ich lese sie einfach vor. Da steht, Verdacht, die geplante Konferenz zur Zukunft der EU wird in erster Linie ein Top-Down-Publicity-Instrument sein und weder Föderalismus noch Bürgerbeteiligung in der EU wirklich voranbringen. Einverstanden, was wäre stattdessen nötig? Ja, cum granosal ist einverstanden. Wobei ich mich immer schwer tue, die EU-Kommission zu kritisieren und das Parlament, wenn sie mal was Gutes tun wollen. Ja, also was ich mindestens dabei dazu sagen möchte, ist, seit langem geben sich zumindest Parlament und Rat, Parlament und Kommission Mühe mit dieser Zukunftskonferenz. Ich bin die Erste, die öffentlich diese Konferenz kritisiert hat.
Wenn Sie das nachlesen wollen, ich war Expertin am 4. Dezember 2019 im AFCO, Institutional Committee des Europäischen Parlaments. Das ist auch ein YouTube-Clip, da kann man das sich alles anhören mit meiner PowerPoint. Da habe ich die Methode kritisiert, den Top-Down-Approach kritisiert. Ich habe auch kritisiert, dass es wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass man die Europagegner, also die Leute aus der AfD oder FPÖ oder Marine Le Pen-Leute dazu befragen wird, wobei das ja das Wichtigste wäre. Ich habe auch moniert, dass wenn es darum geht, wir müssen erfragen, was die Bürgerinnen und Bürger von Europa wollen, dann wissen wir das. Es gibt so viele Datensätze. Ich habe auch moniert, dass es natürlich ein theoretisch strukturelles Problem ist zu sagen, warum muss ich denn die Bürgerinnen und Bürger Europas befragen in einer Zukunftskonferenz, wenn doch eigentlich das Europäische Parlament der Repräsentant, der parlamentarische Repräsentant eben dieser Bürgerin ist. Ja, also allein da liegt ja schon eine tautologische Geschichte so. Und das kann man alles kritisieren und ich kritisiere das auch. Wir müssen das auch kritisieren, weil Sie dann völlig recht haben. Es ist eine PR-Gag-Veranstaltung, ja, oder so eine Advocacy-Veranstaltung. Und trotzdem freue ich mich auf einer anderen Seite, dass der Begriff der Bürgerinnen und Bürger jetzt überhaupt im öffentlichen Diskurs ist, dass das gemacht wird und dass die Bürger irgendwo da sind, irgendwo da. Ich weiß selber, dass Ende Januar der Europäische Rat auf seiner Sitzung die Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union auf dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes behandelt hat. Ja, das sagt uns einiges dafür, was der Europäische Rat gerade denkt. Mhm. Das ist schlimm genug. Was müsste man eigentlich machen, war der zweite Teil Ihrer Frage. Ich verweise Sie auf dieses Hashtag Citizens Take Over Europe. Da sind 30 NGOs, darunter auch mein, in Anführungsstrichen, European Democracy Lab, die eine Plattform begründet haben. Und jeden Tag wird die Plattform größer, das kann ich vermelden, mit zivilgesellschaftlichen Institutionen, die jetzt im Prinzip, ich sag mal, bottom-up das machen wollen, was die Kommission top-down macht, nämlich eine Citizen Assembly. Ja, also im Grunde wollen die tatsächlich so ein bisschen rätedemokratisch, basisdemokratisch eine europäische Verfassung als zivilgesellschaftliche Formation hervorbringen. Das ist tatsächlich inzwischen institutionalisiert. Wenn Sie da Interesse haben, kann jede NGO fragen, ob man als Institution dabei sein kann. Also wir haben jetzt immer wieder Neuzugänge, ja, die europäische LGBT-Community oder die europäischen Frauen oder wer auch immer, ja, also das ist institutionalisiert und das ist im Grunde das Umgekehrte. Also ich glaube, es geht jetzt darum, dass wir zwei Bewegungen zusammenbringen, die EU-Institution, Parlament und Kommission, die sich Mühe geben, mal an die Bürgerinnen und Bürger heranzukommen, mhm, und die europäischen Bürgerinnen und Bürger aus sich selbst heraus, die über zivilgesellschaftliche Vertretung, jetzt Hashtag Citizens Take Over Europe, ähnliche Ambitionen haben. Und das Schönste wäre, wenn man sich tatsächlich treffen könnte. Je rebondis. Mais je me permets juste une question avant de prendre une téléspectatrice ou d'une personne qui nous suit. Merkel, alors que ce n'était pas dans ses habitudes, a mentionné qu'elle pouvait, selon quoi, envisager une prochaine... Alors, quand, c'est la grande question, mais une modification des traités. Vous interprétez comment une déclaration comme ça? Est-ce qu'il y a gentiment quelque chose qui bouge, même du côté de l'Allemagne qui était très réticente à réouvrir les discussions pour pas se retrouver à devoir... l'expérience du traité de Lisbonne était, je crois, pas la meilleure. Comment est-ce qu'on doit interpréter cette sortie-là de Mme Merkel? Bon, écoutez, je pense... Madame Merkel se donne du mal. Hein. Je l'admire beaucoup. J'étais jamais un grand fan d'elle par rapport à sa politique européenne. Hein. C'est la manque de vision et tout. Pragmatiquement très bon, manque de vision très grand. Voilà. Donc, si elle fait Merkel-Macron, on a, comme on dit, une orteil dans la porte pour... Oui. Une 0,6% de mutualisation de la dette et de transfert au niveau n'est mieux que rien. Hein. C'est pas de la tarte, mais c'est déjà ça, au moins dans la pensée. Là maintenant, changer les traités, c'est d'ailleurs aussi Madame von der Leyen qui l'a annoncé.
Vous savez comme moi que l'Allemagne aura la présidence. Vous savez comme moi que Mme Merkel, c'est son dernier mandat. Elle a encore une année. Donc, autrement dit, elle n'a rien, mais rien à perdre. Hein? C'est depuis longtemps que des gens, il y a des rumeurs qui disent Merkel, sur les derniers mètres de son mandat, elle va encore surprendre. On sait qu'elle sait surprendre. Elle nous a surpris avec l'abandon du nucléaire. Voilà, d'un jour à l'autre, les choses peuvent changer. Et donc, ce n'est pas exclu. Cette ouverture mentale pour la mutualisation, pour les, comment dire, les gemeinsamen Anleihen qu'on va avoir avec Merkel-Macron, probablement c'est un tout, c'est-à-dire que le changement de la gouvernance du système euro aura des implications sur le changement des institutionnels. Et je compte un peu sur Merkel d'ouvrir encore la brèche en Allemagne. Ceci dit, en Allemagne, la situation a quand même aussi changé. Ce n'est pas uniquement de Mme Merkel. Je voudrais quand même insister sur le fait que quand ça, on a vu le début sur Treaty Change, Corona Bonds et tout ça, en différence d'il y a 10 ans, il y avait beaucoup plus des économistes allemands qui étaient en faveur. Même des économistes conservateurs libéraux, Güter, Fuchs, qui il y a 10 ans étaient encore contre Corona Bonds, contre Treaty Change, qui là maintenant ont dit il faut. D'une manière très intéressante, le jour après l'annoncement de Merkel et sa déclaration de Merkel-Macron Treaty Change, il y avait M. Merz, qu'on pensait être dans l'aile conservateur de la CDU, qui s'est déclaré fortement ouvert pour Merkel-Macron et changement des traités. Donc, tout ça pour dire que je pense que l'Allemagne a compris quelque chose. En gros, elle a compris 2 choses. Elle a compris qu'épargner dans la crise, ça ne fonctionne pas. Dans le Spiegel de cette semaine, il y a une interview de M. Schäuble, où M. Schäuble décrète « Je suis un grand keynésien hein? ». On l'aurait voulu il y a 10 ans. Donc, l'Allemagne a évolué dans son... Et même les forces conservateurs, même le CDU. Est-ce que ça va être assez? J'en sais rien. Dernier mot sur ça. Treaty change is not it. Treaty change is not it. Treaty change is yesterday's method. Si maintenant on raisonne dans les régions, les citoyens et tout, on est dans une constituante dans le sens même du mot. Mais une constituante européenne est autre chose qu'une convention. Et c'est là où je me dis treaty change, hein, le franco-allemand, Madame Merkel qui va parler à Macron, Monsieur Rutte qui va décider, Monsieur Kurz qui va avoir les Frugal Four. Je pense qu'il y a beaucoup d'évidence que les citoyens et citoyennes sont beaucoup en avance sur ce débat que le système politique européen. Là, je vais reprendre maintenant la question qui nous a été posée. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'on l'Europe s'est fait dans les crises, Jean Monnet, mais qu'on était peut-être aujourd'hui pas forcément dans la situation pour permettre à l'Europe de se faire dans la crise qu'on traverse. Si c'est correct, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Comment est-ce que vous voyez la suite ou comment est-ce que l'Europe doit se faire? Écoutez, je suis en train d'écrire un livre que je dois rendre dans une semaine et j'ai un grand problème, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je pense qu'il y a 2 réalités. Et je pense que les 2 réalités sont d'une certaine. Il y a une réalité que je pense va être horrible. Et c'est les conséquences économiques, voire sociales de ça. Et je trouve qu'on n'est pas encore au bout. Il y a beaucoup de complexités que, honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi la bourse fait une partie. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le retour de l'inflation. Je ne comprends pas pourquoi un vocabulaire qu'on avait jusqu'aux années 80, Schuldenschnitt, ne marche pas. Donc, il y a beaucoup de choses dont on, métathéoriquement, on peut se demander, mais vous croyez tous sérieusement qu'on va avoir des trillions dans le système maintenant et qu'on va les repayer à un moment sans inflation, sans Schuldenschnitt? Enfin, c'est un peu compte des faits quand même. Hein? Voilà.
Et dans cet égard, j'ai un sentiment un peu de die Ruhe vor dem Sturm. Mm-hmm. Mon propre sentiment, as I speak, est mieux décrit avec Ruhe vor dem Sturm. Et je n'ai pas l'impression qu'on est à travers d'une crise. On a peut-être passé la crise sanitaire, j'en sais rien, si maintenant il n'y a pas une deuxième vague, mais on n'a même pas encore commencé la suite de la crise sanitaire. Mm-hmm. Et je ne suis pas convaincue, malheureusement, mais si je veux être honnête, je ne suis pas convaincue que la promesse de la solidarité va tenir. Je suis pas encore convaincue, on n'est pas encore là, hein? On n'a pas encore négocié le budget européen, on n'a pas encore fait Merkel-Macron, on n'a pas encore fait ça. Et donc, je pense qu'on a le droit de le dire, j'ai malheureusement peur, c'est pas dire, mais je suis angoissée qu'on va avoir la vraie tourmente plutôt devant nous qu'après nous. Hein? Mm-hmm. Voilà. De l'autre côté, et ça c'est plutôt positif, je vois effectivement un système européen qui a compris que c'est now or never, qui a mm-hmm. compris qu'on ne fait pas l'Europe contre les citoyens et les citoyennes, qui a mm-hmm. compris que si on peut sauver les banques, maintenant on sauve les citoyennes, qui a mm-hmm. compris que l'austérité is not it, mais qu'il faut verser de l'argent, et qui a compris dernière minute, genre, mais on met tout, parce que si on ne met pas tout, c'est perdu anyway. Hein? Il ne faut pas rigoler. Outre la Chine, les États-Unis, où vous regardez le racisme, M. Trump, le Brexit qui a lieu quand même, on est quand même dans un changement de paradigme énorme sur tellement de niveaux, niveau anthropologique, niveau digitalisation, catastrophe climatique, l'Europe est presque mineure là-dedans, hein? Mm-hmm. L'Europe institutionnelle est presque une question mineure dans la catégorisation des grandes questions. Et donc, ça, je peux voir qu'il y a une réaction européenne. Est-ce qu'elle va fonctionner? J'en sais rien. Vielleicht gehen wir dann weiter, aber ich möchte noch einmal eine Frage aufnehmen, die gekommen ist. Ich lese sie wieder vor, sie scheint mir sehr interessant. Carl Schmitt wird nicht nur zitiert, wenn es um den Ausnahmezustand geht, sondern auch, wenn von der Rückkehr des Politischen gesprochen wird. Die Grenzschließungen sind ein gutes Beispiel für die konträren Positionen zwischen jenen, die das Recht einer Demokratie verteidigen, über Grenzschließungen zu entscheiden, und jenen, welche die internationale Bewegungsfreiheit verteidigen. Wie müsste sich eine europäische Republik zwischen diesen konträren Positionen entscheiden? Die Positionen sind ja gar nicht konträr. Man müsste nur das Politische auf die europäische Ebene heben. Ja, und das ist ja im Grunde das Diskussionsangebot der Europäischen Republik, dass die Verhandlungsebene des Politischen im Karl-Schmidtschen Sinne die europäische Ebene ist. Also ich sage immer völlig entspannt, ich will doch nicht die Europäische Republik durch irgendeine linke, grüne Tür kriegen, ja? Sondern die Republik ist für alle da. Ich lebe ja auch in der Bundesrepublik Deutschland, und von der AfD bis zur linken Partei sind alle in der Bundesrepublik. Das heißt, das Politische ist die Republik. Die Republik ist die politische Ebene der politischen Verhandlung. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Europäische Republik habe, muss ich doch gar nicht unterscheiden zwischen einer nationalen politischen Ebene und einer sozusagen oder einer geschlossenen nationalen politischen Ebene und einer geöffneten europäischen Ebene. Das halte ich tatsächlich für, ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich mit Carl Schmitt die Europäische Republik durch die konservative Tür bekomme, ja? Weil er hat natürlich recht. Als kleiner Einschub, dürfte ich Sie bitten, irgendwo ein Licht anzumachen? Ja, stimmt. Wenn ja, das genau. Geht, weil ich merke es schon wieder. Ja. Dunkel sonst. Übrigens, da kann ich noch einen Satz sagen, weil die Frage war natürlich wunderbar. Also danke für die klugen Fragen. Aber wenn wir über das Politische reden und den Begriff des Politischen bei Carl Schmitt, und wenn mein Argument ist, dass wir deswegen die Europäische Republik brauchen, weil das die Verknüpfung von Politik und Republik wäre, ja, also die Republik als Europa als politische Ebene der Verhandlung, dann ist das für mich im Moment eigentlich der Wermutstropfen, ja, oder das Traurige, dass die Reaktion
Europas auf die Krise eine apolitische ist. Wir reden über Green New Deal und Rettungsschirme. Das ist alles wichtig, das ist alles schön, aber ich mache mit einer technologischen Modernisierung noch keine politische Gemeinschaft und auch nicht davon, dass alle digital in Zoom hängen, mache ich auch noch keine Gemeinschaft. Ja? Ich ermögliche Verbindung, aber ich schaffe keine Gemeinschaft. Und deswegen ist sozusagen dieses Abgleiten der europäischen Reaktion auf Corona in einen apolitischen Raum, Modernisierung, Green New Deal, digital, was auch immer, ja, das ist für mich das eigentlich Gefährliche, weil das, ich antworte noch auf die letzte Frage, weil das im Grunde eine unpolitische Antwort auf eine politische Krise ist. Und wenn das so sein sollte, dass da nicht mehr kommt, für mich wäre es das Mehr, das sozusagen neben der technologischen Modernisierungsdiskussion, die wir jetzt mit viel Geld und Rettungsschirmen auf Europa machen, dass da eine politische Antwort kommt, ja, dann hätten Sie, wer auch immer jetzt der Fragesteller war, Sie hätten gewonnen, nämlich dann geht das Politische tatsächlich wieder in den nationalstaatlichen Rahmen, den wir kennen, weil Europa das Politische nicht greift. Und das ist für mich, das wäre für mich tatsächlich der Schrecken dessen, was jetzt passiert. Man kann das auch neomarxistisch sozusagen aufrollen, ja, aber Sie können nicht den gesellschaftlichen Unterbau verändern, wie die Marxisten immer gesagt haben, ohne den Überbau zu verändern. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt in Europa einen regionalen, horizontal vernetzten, digitalen, was auch immer, Cluster-Unterbau machen, ja? Eine digitale Revolution, eine klimatologische, elektromobile Revolution, und wir machen das mit den NATS-Einheiten. Sie haben ja gesehen, dass zum Beispiel die Kriseninstrumente der Europäischen Union, die werden ja nicht länderspezifisch zugeteilt, sondern die gehen auf diese NATS-1-Einheiten, ne, diese kleinen Cluster. Das heißt, es ist ja alles dezentral, horizontal und so weiter. Dann wäre mein Diskussionsangebot oder meine These, dass das nicht gut geht, wenn wir das nicht auch politisch abbilden. Also, dass man keine Unterbauänderung machen kann ohne Überbauänderung. Und das hieße, wir brauchen die Europäische Republik, um den Green New Deal zu machen. Und dann hätte ich das Politische auf der europäischen Ebene. Und dann hätte ich gewonnen. Je me permets de rebondir avec une question justement par rapport à ça. Je cite, zwar stellen Sie in Ihrem Buch klar, dass es sich, donc probablement c'est le livre qui traite de la République européenne, dass es um eine Utopie handelt. Trotzdem hat man beim Lesen doch andauernd das Bedürfnis zu erfahren, wie ihre Ideen denn umgesetzt werden könnten. Dies ist ja am Ende des Tages entscheidend. Wie setzen Sie sich mit diesen Umsetzungsmöglichkeiten auseinander? Ja, also da antworte ich inzwischen sehr gerne drauf, weil ich gerade gestern oder vorgestern eine SMS bekommen habe von der Geschäftsführung der Deutschen Grünen Partei. Mhm. Und die Deutschen Grünen nehmen jetzt also, ich kann es sogar vorlesen, die Europäische Republik, die Perspektive einer europäischen, die Perspektive einer föderalen Europäischen Republik in ihr Parteiprogramm auf. Und zwar im Moment, im Wirtschaftskapitel, im Europakapitel und im Demokratiekapitel. Zentral mit dem Ansatz, dass wir von den Bürgerinnen her ausgehend denken, das haben wir eben besprochen, und von der Demokratisierung her. Und das war ja sozusagen das zentrale Bestandteil dieses Buches. So, und insofern sage ich jetzt immer, spätestens seit ich nicht mehr im utopischen Raum. Wir wissen alle, dass in einem Parteiprogramm viele Sachen stehen, die noch nicht wahr sind, aber die politische Angebote des politischen Kampfes sind oder dessen, was man politisch durchsetzen möchte. Das heißt, wenn man im Parteiprogramm steht, ist es keine Utopie mehr, außer wir sagen jetzt, dass alle Parteiprogramme Utopien sind, aber dann können wir es auch lassen, ja. Insofern wäre meine Hoffnung der Umsetzung relativ einfach. Ich wünsche mir, dass die Grünen das vom Parteiprogramm in das Wahlprogramm nächstes Jahr überführen, 2021. Dann wünsche ich mir, dass die Grünen Koalitionspartner sind und dass es vom Koalitionsprogramm, vom Wahlprogramm ins Koalitionsprogramm kommt. Dann könnte ich mir
relativ plausibel vorstellen, dass eine schwarz-grüne Koalition zumindest im Bereich des Möglichen ist. Und dann ist es vielleicht nicht ganz unplausibel zu sagen, es läuft auf Armin Laschet und Annalena Baerbock hinaus. Und dann würde ich mal sagen, sind wir der Europäischen Republik ganz pragmatisch ein großes Stückchen näher gekommen. Und das ist so der kleine Faden, an dem ich die Umsetzung gerade probiere. Nicht nur das, es gäbe noch viele andere Anekdoten zu erzählen. Auf eine bin ich ganz stolz. Es geht um was bei der Republik. Es geht um Regionen, das hatten wir schon, Nordrhein-Westfalen, Belgien. Es geht um die Bürgerinnen und Bürger und den allgemeinen Gleichstellungsgrundsatz. Ja? Es geht um Souveränität und es geht vor allen Dingen um, das hatten wir auch schon, europäische Politik, die überall entsteht und zwar in den lokalen Einheiten, den Kommunen. Ja? Nicht top-down, sondern von unten. Und es gibt, das finde ich auch interessant, weil Sie sind ja in der Schweiz, aber in Italien ist das Gedankengut der Europäischen Republik auch schon relativ intensiv angekommen. Es gibt einige italienische Autoren, die jetzt Bücher darüber geschrieben haben, übrigens auch italienische Abgeordnete, David Mattarello kann ich nur sagen, Una Repubblica d'Europa. Und es gibt eine Initiative von italienischen Bürgermeistern, und zwar da in der Gegend von Ferrara in Norditalien, wo die Lega auch seit neuestem bei den Regionalwahlen sehr stark ist. Und da gibt es eine Gruppe von Bürgermeistern, die haben die Ortseingangsschilder, wo der Ortsname draufsteht. Da steht dann ein Stückchen Papier drüber und da steht drauf Comuna di Repubblica d'Europa. Und das ist so eine Bewegung geworden. Ja? Und das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil wenn es um Umsetzung geht, dann ist es ja nicht so, dass ich das umsetze oder Merkel und Macron irgendwie einen Staatsvertrag machen über die Europäische Republik. Aber wenn solche Bewegungen entstehen, also die Europäische Republik als Bürgerbewegung und jetzt von diesen italienischen Bürgermeistern ausgehend einfach nur immer mehr Bürgermeister über ihre Ortseingangsschilder kleben, Comuna di Repubblica d'Europa, dann finde ich das tatsächlich wirklich ganz, ganz pragmatisch und anrührend. On a une... Où est-ce... Lucas, est-ce que tu veux nous poser la question en allemand qu'on vient de recevoir? Genau, und da ist die Frage, was würde sich für die Schweiz als Drittstaat ändern nach der Gründung einer Europäischen Republik? Die Antwort ist ganz einfach. Es geht ja dann nicht um die Schweiz, sondern um die Schweizerinnen und Schweizer. Und das sind ja unterschiedliche Dinge. Bisher haben sich die Schweizerinnen und Schweizer, ich glaube, es war 1848, darauf geeinigt, dass sie die Kantone in der Schweizer Eidgenossenschaft zusammenführen. Aber als politisch souveräne Subjekte könnten sich natürlich die Schweizerinnen und Schweizer auch entscheiden, im Hobbeschen Sinne des Leviathan, dass sie sozusagen ihre Souveränität von der Schweizer Eidgenossenschaft zurücknehmen, wieder einpacken und auch in die Europäische Republik einbringen. Also das ist der Unterschied des Denkens und das ist mir wichtig. Ja? Es geht nicht um die Schweiz. Wir sind also wir könnten uns ja auch vorstellen, dass, keine Ahnung, der nennen wir irgendeinen Kanton, ja, sich entscheidet, wir als Kanton verlassen jetzt mal die Schweiz und gehen zur Europäischen Republik. Also die Schweizerinnen und Schweizer dieses Kantons, dass die das entscheiden. Und zu Ende gedacht könnten die das. Weil wir denken ja immer, dass der Staat die Einheit ist, die das entscheidet. Aber wer ist denn der Staat? Der Staat sind ja immer nur die Bürger, die dahinter sind. Also es gilt immer noch Kurt Tucholsky, Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. Ja? Also das heißt, der Akt der souveränen Übertragung im leviathanischen Sinne geht immer von den Bürgerinnen und Bürgern aus. Und was die Schweizerinnen und Schweizer entscheiden, wenn ich erstmal meine Europäische Republik habe, die so schön ist, so strahlend, dass sie alle dazukommen wollen, die Wette müssen wir noch offen halten. Aber um die Schweiz geht es dann jedenfalls nicht mehr. Pour un peu maintenant nous tourner vers, enfin on a déjà parlé de l'avenir en fait, mais pour revenir sur un des premiers éléments que vous mentionniez, quand on parle de la, enfin voilà, les jeunes en Europe, les nouvelles générations, vous le disiez, elles ont pas vécu le traumatisme des guerres, elles
elles ont probablement un peu plus de peine de concevoir ou de justifier l'Europe en tant que projet de paix comme les générations précédentes. Si, alors, on a parlé maintenant de la crise qu'on traverse, qui pourrait peut-être être un traumatisme qui pourrait conduire à justement relégitimer en quelque sorte ce besoin d'Europe, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous en, qu'est, enfin, quel regard vous portez sur les jeunes ou qu'est-ce que vous leur transmettez ou quel espoir est-ce que vous avez en ces nouvelles générations pour la suite du ouais pour la suite de notre histoire commune européenne? C'est une question très littéralement jolie, hein. Déjà, je vous conseille tous, je me lève un moment, mais il y a un livre, c'est vraiment un des plus beaux livres, surtout s'il y a des Français francophones. Laurent Godet, Nous, l'Europe, banquet des peuples. Hein, c'est une espèce de poème sur l'intégration européenne et c'est super joli. Hein. Donc, les jeunes. J'ai deux fils qui ont 30 ans et 28 ans. Je dirais déjà pas qu'il y a des jeunes, parce que c'est qui les jeunes aujourd'hui en Europe? Est-ce que c'est les jeunes migrants qui maintenant font l'antiracisme dans les suburbs et qui sont délaissés de toute manière parce que l'État s'occupe pas d'eux? Est-ce que c'est ça les jeunes? Ou est-ce que les jeunes, c'est vous plutôt, white, superior, whatever? Qui s'occupe de l'Europe? L'Europe est une question de justice uniquement sur l'ordre secondaire, c'est-à-dire quand on souffre du racisme, quand on est minorisé, on n'a pas envie de se battre pour des meilleures institutions européennes. Hein? Et je réalise ça d'ailleurs de plus en plus, parce que moi je suis âgée. Quand j'étais jeune, c'était chic de militer pour l'Europe. C'était chic parce qu'il y avait de l'homme en col et on militait pour l'Europe et c'était chic d'être pour l'Europe. Aujourd'hui, militer pour l'Europe, c'est old-fashioned. Ou alors, c'est abstrait. Si aujourd'hui vous militez, c'est pour la justice, c'est pour le racisme ou pour whatever, Antifa ou pour LGBT community, whatever. Hein? Donc, déjà ça. On ne milite pas pour des institutions, ou autrement dit, on ne milite plus pour un meilleur fonctionnement des institutions. C'est trop abstrait. Deuxièmement, il n'y a pas de jeunesse parce que nous, on a tout, enfin nous ici qui écoutons un tel discours, on oublie que ben, il y a les autres jeunes. Et les autres jeunes, c'est les jeunes FIDES et les jeunes FPE et les jeunes, voilà. Et ces jeunes-là sont très forts. Je vous donne une chiffre, mais la génération jeune du Rassemblement national, Marine Le Pen en France, en pourcentage, donc age group 18 à 25 ans, a 8% de plus de taux de vote de Marine Le Pen que la moyenne nationale. Donc les jeunes votent plus Marine Le Pen que la moyenne nationale. Donc, les jeunes ne sont pas européens. Il y a de plus en plus une jeunesse qui est décidément nationale, avec beaucoup de sous-tendances sociétales. Je vous rappelle uniquement que, par exemple, Kampfsport, ja? Kampfsport, voilà. Ou alors, il y a maintenant des associations hommes en France qui veulent encore le vrai homme, enfin, en réaction au LGBT et tout ça, voilà. Donc, on voit l'utile d'un changement sociétal où on ne peut pas dire que l'ouverture, tolérance, Europe, cosmopolitisme est ce qu'il faut aspirer. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de jeunesse. J'ai plutôt l'impression que la jeunesse est fragmentée comme tout le reste de la société. S'il y a une chose qui, moi, qui a maintenant 55 ans, choque par rapport à quoi à comment dire à me promener dans Berlin. J'ai cinq réalités.
J'ai une vice-réalité. Yeah. Je suis à Vignyplatz, d'un quartier à l'autre, j'ai 10 réalités dans une seule ville. C'est quoi l'allemand là-dedans? Et tout ça, ça compte, idem pour la jeunesse. Donc, mon problème, ce n'est pas la jeunesse et l'Europe. Mon problème, s'il y a problème, c'est de comprendre la parallélité de tout ça et de réfléchir quelle forme politique peut-on donner à la parallélité de tout ça, sachant qu'on ne va probablement pas combattre la parallélité. La parallélité des groupes religieux, LGTB, formation, surtout classe sociale, enfin, soyons honnêtes, la séparation sociale, Piketty a les chiffres, mais la séparation sociale, elle est colossale. Je me promène dans un marché bio à Berlin ou dans un Lidl berlinois, dans la même ville, j'ai pas la même souche de société. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la parallélité? Et ça, c'est une question réelle. Et d'ailleurs, et pour l'État national et pour l'Europe. Je ne dis pas qu'avec la parallélité, je vais la combattre avec l'Europe, que je vais avoir une Europe uniforme et tout ça, ça je prétends même pas. Mais je pense que la fausse prétention des dites nationalistes, c'est de nier la parallélité de toutes ces choses et de toujours, comment dire, de toujours rêver d'un État national homogène, qui n'est pas là non plus, qui n'est pas là non plus. Et donc la réelle question, c'est comment concevoir, si on peut, une forme politique, mais dans le sens schmittienne, comme on l'avait. Quelle forme politique donner à une parallélité des citoyens? Je ne sais pas. Franchement, ça c'est une histoire, une question qui vaut de la considération. C'est passionnant, ce point-là. Je reprends quand même une autre question qui nous fait revenir à quelque chose de peut-être un peu plus... Non, c'est pas trivial, c'est la question Europe fédérale, République européenne. On est au mouvement européen engagé parmi les fédéralistes européens. On a des gens membres chez nous qui sont très attachés à la cause d'une Europe fédérale. Pour répondre je vous laisserai répondre à cette question, c'est un monsieur qui nous dit « J'ai beaucoup de mal à comprendre le concept de République européenne. Tout le monde travaille dans le sens d'un modèle d'Europe fédérale. Quelle est la différence entre l'Europe fédérale et la République européenne, si différence il y a ?» Il y a différence. Mais pas de différence pour se disputer, on veut la même chose, mais pour fusion. En fait, ce que j'aspire à une république fédérale de l'Europe, comme j'ai une république fédérale de l'Allemagne, ou une république fédérale de l'Italie, parce que l'Italie, après tout, voilà. Donc, die Republik, je dois le dire en allemand, das Republikprinzip, ist das oberste Verfassungsprinzip. Si une communauté de gens, indépendamment d'origine, nationalité, ethnie, je ne sais pas quoi, décide de s'embarquer dans un projet politique ensemble, on veut être dans une démocratie, unité politique, normalement, ces gens se constituent en république. République de Venise, République de Génoa, République des anciens Grecs, République hein, des républiques, des römischen Républiques. Hein. Das heißt, die Republik ist das oberste Verfassungsprinzip, wenn eine Gruppe von Menschen gemeinsam in ein politisches Projekt geht. Der Föderalismus ist das Organisationsprinzip. Donc, la France, la Pologne, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne sont tous des républiques. La France et la Pologne sont des républiques centralisées. L'Autriche, l'Italie et l'Allemagne sont des républiques fédérales. Pourquoi? Beaucoup de raisons historiques. Je ne vais pas vous faire un récit historique sur Louis XIV, patati patata. Mais tout ça pour dire que, primo, il faut être république. Et puis, on peut décider si oui ou non, on veut être fédéral ou pas. Et république, ça veut dire quoi? En un mot, ça veut dire pour réaliser
der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz für alle Bürgerinnen und Bürger. La République, c'est l'égalité des gens devant la loi. C'est ça la République. Égalité, liberté, fraternité. Mais égalité de, donc, liberté de culture, égalité de droit, fraternité, solidarité avec l'un et l'autre. Voilà. Mais sans égalité des citoyens devant la loi, vous ne pouvez pas être en démocratie. On peut toujours être dans une autre forme de fédération, mais pas dans une démocratie. Parce que la démocratie réclame l'égalité de ses citoyens qui forment cette démocratie. C'était ça le moment 1789, c'était, on a fait, wir haben aus Untertanen Bürger gemacht. Aber Bürgerinnen und Bürger, das Konzept des Bürgers, du citoyen même, veut dire qu'on est égal devant la loi. C'était ça le moment de 1789. Hein? Voilà. Et donc, je veux pas me battre avec les fédéralistes européens. Je veux juste rajouter que la fédération Europe ne, a comme supposition, comme condition même, l'égalité de droit de ses citoyens européens, et donc le principe républicain comme base, avant de décider si on veut être fédéré et qui sont les composantes fédérateurs. Est-ce qu'après, au niveau de la fédération, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche, ou est-ce que c'est du coup la Catalogne, Scotland, Bavard, voilà. Donc ça se discute. Hein? Merci. Wir haben eine Anschlussfrage an das. Könnte das Thema Klimawandel der Europäischen Republik Auftrieb verleihen? Welche Rolle könnte die Bewegung der Klimajugend spielen? Also das weiß ich nicht, ob ich das könnte. Ich kann das gerne hoffen. Ich bin immer dabei zu sagen, dass die Artikulation eines politischen Themas, also zum Beispiel der Klimafrage, ein politisches System braucht, was die Frage trägt. Das ist ja immer diese Dialektik zwischen Form follows Function. Ja? Also man braucht immer eine politische Form, um eine Funktion zu haben. Das heißt, jedes Thema braucht auch eine Verfasstheit. Insofern hoffe ich, dass die Europäische Republik einen Beitrag zur Klimadebatte leisten könnte. Warum? Weil sie vielleicht in einem europäischen Parlament beschließen könnte, wunderbar, wir bauen jetzt ein europäisches Schnellzugnetz, wir verbieten den innereuropäischen Flugverkehr. Ja, das sind ja zum Beispiel, das wäre ja ein konkreter Beitrag zum Klimaschutz zu sagen, wir machen nur noch Kontinentalflüge, Paris, Hongkong, aber nicht mehr Paris, Stuttgart. So. Insofern glaube ich schon, dass die politische Form der Entscheidung eine Auswirkung hat auf politische Debatten, Klima. Mhm. Aber ich möchte nicht dastehen als jemand, der die Europäische Republik als Heilsbringer für alles sieht. Mhm. Ja? Die Klimafrage ist eine Frage, ist eine anthropologische Frage, eine globale Frage. Und sie hat im Wesentlichen damit zu tun, ja oder nein, ob wir lernfähig sind und Verhalten ändern können. Ja? Und da ist für mich Corona eher ein negatives Beispiel, weil Corona hat uns ja eigentlich gezeigt, wir können alles. Wir können alles. Wir können die Schuldenbremse außer Kraft setzen, die Rentenreform suspendieren in Frankreich. Wir können die Flieger am Boden lassen. Wir können alles, wenn wir wollen. Und die eigentliche Frage ist, warum können wir das, wenn die Virologen sagen, hallo, wir haben ein Virus? Und warum können wir das nicht, wenn die Klimatologen sagen, da schmelzen die Polarkappen? Die Antwort ist naheliegend. Wir sehen es nicht. Ja? Wir wissen es, aber wir können es nicht begreifen. Deswegen glaube ich, dass auch dieser ganze Wissensbegriff, ja, was wir wissen, also als wenn Wissen, kognitives Wissen jemals unser Verhalten gesteuert hätte, ja, aufgegriffen, als wir es sozusagen gefühlt haben, ja, und jeder jemanden hatte, der dieses Coronavirus hatte. So, damit stellt sich für diese ganze Klimadebatte eine ganz andere, das hat eine ganz andere anthropologische Dimension, und diese andere anthropologische Dimension ist wirklich die Frage, sind wir noch fähig, unser Verhalten zu ändern? Und sind wir es aus Vorsorge, ohne Bedrohung,
und auch unter Inkaufnahme von wirtschaftlichen Verlusten. Das sehe ich leider nicht, jedenfalls nicht, wenn die Gefahr in der Distanz ist und deswegen nicht begriffen werden kann, also haptisch begriffen. Ja? Und das finde ich eigentlich das Erschreckendste das ist für mich das Traurige, dass wir diese Corona-Krise, also kaum 3 Monate Lockdown, wir haben gerade erst verstanden, wir haben wieder Mücken auf den Windschutzscheiben, wir haben Delfine in der Bucht von Venedig, wir haben Eulen in Athen, das haben wir alles 20 Jahre nicht gehabt, ja. Und es muss jetzt wieder losgehen. Also diese Rückkehr ins alte System, dieses Nicht-Auskosten der Krise, diese scheinbare Nichtfähigkeit, strukturelle Geschichten zu ändern, die erstaunt mich jetzt schon und das hat mit Blick auf das Klima mit der Europäischen Republik wahrscheinlich leider eher wenig zu tun, wenn die Menschen, wie sagte Erich Kästner, die Katastrophe ist, dass es weitergeht. Nein. Raphael, hast du noch eine Frage? Weil sonst würde ich vorschlagen, dass wir haben noch eine genau. Vom Publikum. Elle est jolie pour aussi gentiment terminer cette discussion passionnante. Mais je te laisse la poser. Okay. Die Frage bezieht sich darauf, dass zurzeit vom Abreißen von Statuen immer wieder gesprochen wird. Und die Frage an Sie lautet jetzt, wenn Sie die Möglichkeit hätten, irgendwo in Europa 3 neue Statuen aufzustellen, welche paneuropäischen Vorreiterinnen hätten die Aufmerksamkeit verdient? Das ist wirklich eine tolle Frage. Da muss ich jetzt wie Hannah Arendt erstmal eine Zigarette drüber rauchen, wenn das noch erlaubt wäre. Von uns aus gerne. Ich habe gerade aufgehört zu rauchen zum nächsten Mal. Also erstmal würde ich gerne den Punkt machen, es gibt einen bulgarischen Künstler und der Name entfällt mir gerade, der hat ein Fotoband gemacht, wo er alle möglichen europäischen Städte besucht hat und diese Städte fotografiert hat, also die Plätze, wo halt immer irgendwelche Männer auf Pferden, Friedrich der Große, irgendwer sitzt ja meistens Mann, meistens auf dem Pferd, meistens mit einem Schwert irgendwo rum, ja. Und er hat mit Fotokollagen diese Denkmäler entfernt. Ja, und das sind die Fotos. Und es ist ganz interessant, wenn man sich das anguckt, was einem doch offensichtlich fehlt. Also wir sind einfach alle gewöhnt, dass wir Plätze haben, wo wir Leute anhimmeln oder bewundern oder wie auch immer. Also dass jedenfalls Menschen da stehen, Helden. Ja? Und insofern ist tatsächlich die Frage, gibt es eigentlich Gesellschaften ohne Helden, Heldinnen? Wen würden wir da hinstellen? Ja? Also das ist ja Ihre Frage. So, wer sind denn die Heldinnen von morgen? Wen müssten wir da hinstellen? Wahrscheinlich Greta Thunberg. Ja? Das wäre ziemlich naheliegend, dass wir ihr mal ein Denkmal einräumen. Vielleicht sollten wir, so wie wir aus dem Zweiten Weltkrieg das Denkmal des unbekannten Soldaten gemacht haben, jetzt das Denkmal der unbekannten Krankenschwester oder der unbekannten Supermarktkassiererin machen, ja, um das zu beleuchten. Überhaupt würde ich generell sagen, wir sollten jetzt mal Frauen auf den Sockel stellen. Das wäre jetzt mal so die naheliegende Geschichte, ja. Aber while I speak, weiß ich tatsächlich nicht genau, wie ich antworten soll, weil Geschichte wird ja immer von Siegern geschrieben. Ja? Das heißt, Sieger bestimmen immer, wer aufs Podest kommt. Ja? Deswegen wird es ja auch immer umgeschrieben, weil irgendwann 200 Jahre später, wie jetzt in Amerika, stellt man fest, ach, es war vielleicht doch nicht so gut, den aufs Podest zu stellen. Ja? Und insofern ist ja die eigentliche Frage, nochmal zurück zu meinem bulgarischen Künstler, kommen wir ohne aus? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, deswegen auf eine nächste Zigarette. Ist eine tolle Frage gewesen. Wen stellen wir eigentlich für Europa aufs Podest? Vielleicht gibt es ja ein anderes Mal wieder Gelegenheit, auf die Frage zurückzukommen. Ich denke darüber mal nach. Sehr gerne. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für diese sehr interessante letzte Stunde. Ich habe zu danken, nochmal wirklich meine schönsten Grüße an die Schweiz und die Schweizerinnen und Schweizer, die ich wirklich sehr mag.
Alors, merci beaucoup. Merci. C'est toujours passionnant d'échanger avec vous. Je peux que faire la pub pour trois choses. On vous avait eu en interview pour notre magazine l'automne dernier. Donc, à nos membres, lisez notre magazine. Vous avez tenu un Wiener Vorlesung qui est aussi très intéressante, disponible en ligne. Et votre dernier ouvrage, Soferer, s'appelle Was ist die Nation? Was ist die Nation? Genau. Elle a aussi une lecture très intéressante. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous ce soir sur Facebook. Auf Allez, ein anderes Mal und schönen Abend. Genau, vive la République européenne. Voilà. Vive l'Europe et vive la République européenne.